Höllische Stimmung in der Villacher Stadthalle. Bereits lange Zeit vor dem Spiel sind die Fans bereits bestens drauf und neugierig auf den neuen Mann im VSV-Dress. Mit der Nummer 14 ist nämlich Nate Di Casimiro zum ersten Mal für die Blau-Weißen im Einsatz. Und dann haben die Villacher auch gleich Grund zum Jubeln, nämlich genau nach 2 Minuten und 20 bringt Günter Lanzinger die Adler mit 1:0 in Führung. Direkt nach diesem Tor hat aber der KAC eine gute Phase und einige Möglichkeiten. Jeff Dory scheitert hier am überragenden Gerd Prohaska. Und mitten hinein in diese gute Phase dann Michael Raffel, ein platzierter Schuss ins lange Eck. 2:0 für den VSV. Jetzt natürlich die Stimmung schon auf dem Höhepunkt in der Villacher Stadthalle. Und auch der neue Mann kann sich einmal in Szene setzen, bedient von Kyle McLeod, scheitert an Rennes Wette. Der Stand nach dem ersten Drittel, 2:0 für den VSV. Und der zweite Abschnitt beginnt ähnlich gut wie der erste. Benjamin Patrick, ebenfalls nur 2 Minuten 32 gespielt. Und schon steht es 3:0 für die Blau-Weißen. Die Taktik des VSV klingt simpel. Hinten muss Gerd Prohaska hexen, wie hier gegen Silvio Jakovic. Und vorne muss man die Chancen reinmachen. Wie im Powerplay in der 29. Minute. Abpraller, wunderschön macht das Roland Kaspitz. Der Winkel extrem, trotzdem trifft er zum 4:0 für den VSV. Kurz vor Halbzeit der Partie kann dann aber auch der KC anschreiben. Powerplay für die Rotjacken. Und Volley trifft Mike Craig ins Kreuzeck. Keine Chance für Gerd Prohaska. 4:1 nur noch der Spielstand aus Sicht des VSV. Der Jubel von Manivy Virus hält sich aber in Grenzen. Und das zu Recht. Nur kurz darauf ein abgefälschter Schuss von Michi Raffel. Und schon hat der VSV nachgelegt. 5:1, zweites Tor von Raffel an diesem Abend. Und dann hat der KC einen Mann mehr auf dem Eis. Trotzdem das Tor für den VSV. Shorthanded Goal durch Jonathan Furland. 6:1, damit ist alles klar. Das Spiel gelaufen und die Stimmung bei den KAC-Fans natürlich im Keller. Im letzten Abschnitt dann viele Powerplays für den KAC. Jeff Dory hämmert hier die Scheibe an die Stange. Und kurz darauf vergibt auch noch David Schuller eine 100%ige Chance. Und dann hat der VSV sogar noch die Möglichkeit, den zweiten Shorthand an diesem Abend zu erzielen. Benjamin Patrick auf und davon scheitert schlussendlich an René Svette. Und kurz vor dem Ende dann doch noch das zweite KAC-Tor. Der junge Markus Biermann sorgt für den Endstand von 6:2. Dieses Gegentor tut der tollen Stimmung aber keinen Abbruch. Der VSV feiert den ersten Derby-Sieg in dieser Saison und das beeindruckend mit 6:2.